Hallo Mensch, hallo Mensch, hallo Mädchen, hallo Mensch, hallo Mensch, hallo Junge, hallo Mensch, hallo Mensch, hallo Freunde, hallo Mensch, hallo Mensch, hallo Leute. Das ist mein Intro für Videos. Hallo liebe Freunde, hier ist nochmal alle traurig. Guten Abend. In diesem Video möchte ich mich erklären, wie ich Brüche multiplizieren kann. Und das Video ist nur für mich, weil ich nicht verstehe, dass dir erklären kann, ja? Und kannst du auch mein Video im YouTube sehen. Okay, los geht's. Erstmal, ich möchte ganz einfache Aufgabe zum Brüche multiplizieren rechnen, ja? Zum Beispiel 5 Vierzehnter. 5 Vierzehnter mal 2 Fünfter in diesem Fall. Ja, 2 Fünfter. Und jetzt, bevor ich rechne, anfange, muss ich einfach malen, ja? 1 mal 1 ist 1. 7 mal 1 ist 7. Das ist einfach die erste Aufgabe, habe ich schon erledigt. Und nun möchte ich die zweite Aufgabe rechnen. Zweite Aufgabe möchte ich schreiben 6. 21. einfach, ja? 6. 21. mal 5. Ja, das ist mein 5, aber ich mache noch besser etwas, ein bisschen. So, das ist mein schönes 5. So, 3. Und jetzt muss ich suchen, was mit was kürzer geht. Zum Beispiel 3 mal, ja, wie das kürzer, und jetzt möchte ich das machen. Zum Beispiel 3 mit 21, es geht ja 6 durch 3 ist 2, und 21 durch 3 ist 7 und 5 vielleicht das geht nicht. Wenn geht es auch. Und jetzt konnte ich nicht rechnen, weil ich konzentriere nicht so gut, ja? Und jetzt möchte ich das einfach rechnen. 2 mal 5 ist 10 und 7. Und 7 mal 13 muss in mein Taschenrechner rechnen, ja? 7 mal 13, 91. Ja, 91, okay, 91, wo ist meine, okay, ja, 91, und das kann man auch weiter kürzen, ich denke nicht, wenn es geht, auch ist kompliziert, aber das weiß ich nicht, ich sage, ich habe das, die Aufgabe auch erledigt, und zwar musste ich noch eine Aufgabe hier machen, in diesem Aufgabe möchte ich noch andere noch ein Beispiel zeigen, okay. Und diese Aufgabe schreibe ich 4 Vierzehnter. 4 Vierzehnter mal 4 mal 3 Achtzehnter. Mal 3 Achtzehnter. Und jetzt diese auch, bevor ich rechne, muss ich die Nenner, nicht Nenner, sondern die Nenner ist so völlig egal, aber man soll kürzen, wenn es geht, ja?
Ich gucke, wie das geht, dass man kürzer, ja, okay. 4 mal 2, ja, mindestens mache ich diesmal 2. 4 mal 2 ist 2 und 14 mal 2 ist natürlich 7 und 3 mal 3 ist auch geht vielleicht, ja. 3 mal 3, ne, das mache ich 3 mal 3 durch 2. 3 durch... Ne, das geht nicht, ich denke, ne? Und warte mal mit meinem Taschenrechner erstmal. Okay, 3 durch 2. Ne, das geht nicht, gar nicht, ja? 3 durch 3, es ist okay, das 1. Und noch möchte ich die unten durch 3 ist 6, ja? Das ist okay. Und das 3 mal durch 3 ist 1 und 18 mal durch 8 muss auch so 6. Und jetzt habe ich schon gekürzt und einfach jetzt einmal malen einfach. Nena zu Nena malen und Zähler zu Zähler. 2 mal 1 ist 2, 7 mal 6. Ja, 7 mal 6. 42, ja, 42. Ja, 42. Und das kann man auch weiterrechnen, ja. 2 mal 2 durch 2 ist 1. 42 durch 2 ist, ja. Und dann schreibe ich 1 zu 12. Dritte Aufgabe habe ich auch schon erledigt. Und von die Brüche multiplizieren funktioniert so, dass ich drei Beispiele habe ich gerechnet und sieht so aus, bevor man was rechnen muss kürzen. Aber bei Brüche multiplizieren ist egal, in diesem Fall meine ich, in diesem Fall ist egal, ob man die gleiche Nenner hat oder nicht, ja? Und das ist egal und es multipliziert wird, ja? Und so, das habe ich drei Aufgaben erledigt. Und das Video hier ist beendet und ich wünsche dir einen schönen Abend oder schöne Zeit und bis nächstes Mal.